Mein Name ist Bas Spanjes. Ich arbeite beim Landesamt für Umwelt und ich beschäftige mich mit Moorschutz und Gewässerentwicklung. Es geht hier um Moorschutz. Das Land hat eine neue Förderrichtlinie, Pro-Moor-Richtlinie. Und damit kann man Technik für die Bewirtschaftung von nassen Mooren finanzieren. Viele Moore in Brandenburg, die sind in landwirtschaftlicher Nutzung und die werden deswegen trockengelegt. So, Moorschutz ist sehr wichtig für Klimaschutz, aber auch für Naturschutz. Und wir versuchen jetzt, die entwässerte Moore wieder nass zu machen. Mein Name ist Sebastian Petri. Ich bin Junglandwirt hier aus der Region. Ich bewirtschafte rund 250 Hektar reines Niedermoor, davon einen Großteil in Naturschutzgebieten. Wir stauen seit einigen Jahren das Wasser an, also wir machen den Wasserrückhalt, um die Moorflächen entsprechend feucht zu halten. Und mir ist es eben ein Anliegen, auch anderen Landwirten zu zeigen, dass man also auf feuchten Standorten wirtschaften kann, ohne das trockenlegen zu müssen, sondern dass man im Endeffekt seine Bewirtschaftungsform auch dem Standort anpassen kann und man damit im Endeffekt dann eben moorgerechte Bewirtschaftung macht, damit CO2-Einsparung hat, weil man das Moor nicht trockenlegen muss und gleichzeitig eben auch Erträge eben runterfahren kann, ohne da irgendwie Schaden zu verursachen. Sieben Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland sind Moorflächen. Das sind entwässerte Moorflächen, auf denen Landwirtschaft stattfindet. Obwohl es nur 7% der Fläche sind, werden dort mehr als 30% der Emissionen in der Landwirtschaft verursacht. Das Problem entsteht durch die Entwässerung und lässt sich gleichzeitig auch wieder lösen, indem man den Wasserstand anhebt. Neben der Erntetechnik benötigt man aber auch angepasste Verwertungsverfahren, weil andere Biomasse produziert wird als bisher. Ja, ich bin Aldus van Weeren. Ich bin, wie man hören kann, Niederländer. Ich bin durch Bas Spanjes gefragt, um heute auch einen kleinen Beitrag zu liefern, weil ich einer der wenigen bin, die das, was hier heute gezeigt ist, das Mähen von Biomasse auf wiedervernässte Mooren. Ich mache was mit dieser Biomasse. Ich versuche mit dieser Biomasse Produkte zu entwickeln. Hintergrund von alles war, dass ich ein Haus an der Ostsee gekauft habe und das Haus sollte nachhaltig isoliert werden mit möglichst ökologische Baumaterialien. Und dann habe ich entdeckt, ein rohrkommend Isoliermaterial gab. Dann habe ich gedacht, dann mache ich da mal Einblasdämmung drauf. So, das hat sich ergeben, dass das hier eine wunderbare Isolierung ist. Das Gute ist, es rottet nicht, weil diese Pflanzen halt im Wasser wachsen, sind die dafür gewappnet, nicht zu rotten durch ein hohes Anteil an Gerbsäure. Und das kommt natürlich in der Isolierung auch zugute. Im Sommer, wenn die Heizung aus ist, wird er feucht. Im Winter, wenn die Heizung an ist, wird er wieder trocken und passiert nichts. Also es ist nagetiersicher und durch den hohen Gerbsäureanteil ist es auch ziemlich feuerfest. Wir machen aus den Rohrkolben kleine Häckselschnipsel. Wir können die Häckselschnipsel aber auch durch einen Extruder schmeißen. Und wir kriegen diese Fasern. Aus diesen Fasern können wir solche Taco-Schälchen herstellen. Aber die Fasern lassen sich auch verarbeiten. Zum Beispiel ist das hier von dem gleichen Heu, was wir da so hinten sehen, was heute gemäht worden ist auf dieses Projekt. Das ist Nasswiesenheu, durch die Firma Selfo in einem Extruder produziert. Das sind diese Fasern, die hier liegen, mit Wasser vermischt, leicht gepresst, ohne Bindemittel. Also wir reden hier über einen Bauplatte, eine Faserplatte, die ohne Bindemittel hergestellt ist. Wenn man das mit Holz macht, dann hat man die berühmte OSB-Platte. Die OSB-Platte hat immer 4-6% Isocyanat, das ist ein Polyesterkleber. Und die ist ja nicht so gesund. Also das hier ist super gesund. Die Zukunft ist natürlich, dass wir biobasierte Sachen haben und eine zirkuläre Wirtschaft, ein Kringlauf, dass alles, was wir einmal benutzt haben, auch wieder in die Natur zurückgeworfen werden kann, ohne dass es Schaden anbringt. Also im Prinzip sind solche Baumaterialien kompostierbar. Und das ist natürlich das Beste. Also mit den Projekten, also auch gerade mit dem Moorschutz, das sind in die Zukunft gerichtete Projekte, weil wir wissen, mit dem Klimawandel werden wir vor neuen Herausforderungen stehen. Und Moore sind da ganz klar die Stellschrauben, an denen wir jetzt noch was machen können.
Und dahingehend werden wir gesamtgesellschaftlich auch entscheiden müssen, ob wir das wollen, ob wir den Moorschutz vorantreiben wollen. Wir bringen dezentrale Konzepte wieder mit rein. Wir wollen regionale Kreisläufe stärken und dadurch auch Naturschutz stärken natürlich, weil Moorschutz auch in einigen Bereichen zum Naturschutz beiträgt, also diese spezifische Biodiversität, die wir dadurch fördern. Und natürlich auch in Einbeziehung unserer Projektpartnerinnen, Landwirtinnen und Landwirte, dass man gemeinschaftlich quasi neue Konzepte erarbeitet. Mit der moorschonenden Stauhaltung stellt Brandenburg gerade noch den Pionier dar. Diese Maßnahme moorschonende Stauhaltung gibt es in Deutschland noch gar nicht. Und deswegen hat Brandenburg die Chance, jetzt da Vorreiter zu sein, die Vorreiterrolle als moorreiches Bundesland, quasi Vorbild für andere Bundesländer zu sein und da den Moorschutz voranzutreiben, deutlich CO2 einzusparen und da auch die Gesellschaft mitzunehmen und zu zeigen, hier als Leuchtturmprojekt, so kann es funktionieren und so kann man quasi auch dem Klimawandel etwas entgegensetzen und neue Anpassungsstrategien zusammen entwickeln. Thank you.